Herzlich willkommen hier mitten in World of Tanks. Ihr seid bei Firlefanz gelandet und ich hab Bock nochmal ein paar Replays rauszuhauen. Das Replays. Ich nehme euch live mit. Im T43. Ich grinde auf den 430U. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder zu leise. Hm. Ich fahre jetzt erstmal an meine Lieblingsstelle und schau mal, was da kommt. Hier kann man schön Hull down stellen. LTG, der wird jetzt gerommelt, denke ich. Jawohl. Sehr aggressiv, mein Team. Ach, komm schon. Ruf, Mutti! Komm mit! Halt dich fit! Aua! Der ging voll durch ihre Panzerung! Benzintank getroffen! Wir brennen! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Ja, danke, Monsieur Italiano! Komm, auf geht's! Boom! Hallöchen. Na komm. Och Mensch. Ja. Das tut mir jetzt leid. Oh, Burschi. Sei doch nicht so schüchtern. Halleluja. Okay, wir fahren mal zurück. Na, der LTG ist tot, denke ich. Hinten habe ich ein Progetto gesehen. Einen kleinen Komet, den versuche ich mal hier in die Seite zu holzen. Na komm. Ist der immer noch nicht tot? Hi. Sorry. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Immer schön mit dem Turm arbeiten. Wirkungstreffer. Bisschen hin und her wackeln. Waggle, waggle. Und tschüss. Erwischt. Ah, der Progetto hier. Vorsicht, Boys. Obwohl, vielleicht wieder ein paar Girls mit. Na, der ist, glaube ich, gleich tot. Na komm, du willst es doch auch. Ah, sorry, ich war's nicht. Sie haben die Turmsteuerung zerstört. Oh, shit happens. Okay, holen wir uns. Oh, M4, wenn du dich da nicht übernimmst. Nein, aber da war doch noch ein AMX. Na, der ist tot. Ach mein Gott, geht es wieder schneller heutzutage. Man kommt gar nicht mehr mit. Oh ja, für die erste Runde ganz gut. Shit. Ich bin einfach nicht schnell genug. VK hat einen guten Job gemacht.
So, ich glaube, das war mein erstes, ja, das war nicht nur, glaube ich, mein erstes Spiel, das war mein erstes Spiel, also müsste ich recht viel Erfahrung bekommen. Jawohl. Okay. Dafür, dass ich nicht Top-Tier war, lief es ganz gut. Naja, der nächste ist der T44. Wenn ich so 1000 Gold erreicht habe, werde ich umwandeln, Freunde. Ich bin einfach zu geizig. Oh, noch eine Runde. Schlückchen Kaffee. Ach, guck mal einer an. Das ist die neue Karte. Chinesische Mauer. Das wird lustig. Das ist das erste Mal, dass ich die spiele. Okay, ja. Scheiße, wohin? Hilfe! Ich frage mal das Team. Plan? Nein, ich kann auch nicht Französisch. Ach komm, was machen wir denn jetzt? Wir werden in die Heavys langfahren. Da! Also gut. Ja, da könnte man in die Mitte, will ich nicht fahren, da bin ich nicht schnell genug. Es gibt, ich bin zwar ein schneller 7er, aber es gibt schnelle 5er hier, die AMX zum Beispiel. Oh, das ist nicht toll. Nein, das ist nicht toll, was wir hier machen. Wir sind zu wenig. Ich versuche mal hier rein zu snipern. Ne? Puh, wo kommen sie denn? Ich habe überhaupt keinen Plan, wo es hier lang geht. Was ich jetzt mache, ist dumm, glaube ich, weil auch wenn man Top-Tier ist, man sollte sich nicht isolieren. Aber ich möchte jetzt eigentlich eher mal so ein bisschen. Oh, hi! Die Karte kennenlernen. Alles im Arsch hier. Ah, was kommt denn da oben? Sag mal her. Ja, ich sehe sie schon. Nicht Cromwell. Hirntod. Verrückt. Oh, der nächste, komm. Oh, shit. Das sind viel zu viele. Too much apologize. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin hier ziemlich isoliert. Nö, kein Bock, mich killen zu lassen. Was ist denn los hier? Ich komme gar nicht vorwärts. Ach ja. Ach, das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich hätte mich nicht isolieren sollen. Ich hätte mich nicht isolieren sollen. Gut, die muss ich mir mal im Übungsraum angucken. Aber ich habe es ein bisschen geärgert. Ich denke mal,
könnten wir gewonnen haben. Fahren wir den anderen mit. Okay, hier ist wohl die TD-Position. Also isoliert euch nie vom Team, das ist eine ganz dumme Sache. Aber egal. Das erste Mal ist es erlaubt, so eine Scheiße zu spielen auf so einer Karte. Es wird sich, denke ich, auf zwei Korridore aufteilen. Die einen fahren oben lang und das andere Team fährt unten lang. Immer wieder das Korridor, Webdesign. Hier stehen die TDs drin. Und hier muss dann ein schneller Medium sein oder ein Light. Ah. Ist jetzt mal meine First-Analyse. Ah. Warte mal, ich schreib's denn mal. Dann nochmal Captain. Der P43, wo ist denn der? Das interessiert mich hier. Ah, okay, hier ist so ein Tor. Mhm. Ja, coole Scheiße ist für Team ganz interessant. Kannst du kommen lassen, wenn es die Karte überhaupt gibt. Okay. Ah, hier stehen dann die Arti. Okay, alles klar. Hier gibt es den kleinen Snack für zwischendurch. Der P43 könnte man cappen. Oh, sie wehren sich aber ganz schön, die zwei Klicker, hä? Und tschüss. Weiß nicht. Klicker. Muss ich da irgendwas dazu sagen? Nee. Jo, der hat mich ein bisschen geärgert. Nein. Siehst, jetzt haben sie das Problem. Der Tierstufe wird meistens sinnlos gekappt. Oder wird halt gekappt. Und dann hast du verloren. Ah, das ist immer interessant hier. Okay. Next Corridor. Ja, jetzt kannst du aus dem Cap fahren, du Schlauberger. Also das. Das da. Intelligent. Muss ich schon sagen. Ne? Ja. Ja gut, das ist. Passt nicht jeder in Mathe auf. Ja gut, das ist interessant. Ich weiß schon, wo ich nächstes Mal lang fahre. Ich glaube, ich fahre unten lang, wenn ich vom Norden aus starte. Oder man isoliert sich einfach nicht. Ganz einfach. Okay, machen wir noch eine dritte Runde. Das lief jetzt suboptimal. Abhaken und weitermachen. Ach ja, das ist schlimm. Gut, ja. Prokhorovka. Ich glaube, da haben sie nichts gemacht. An der Karte. Mit hier auch wieder 3 AT. Ist ja schon Standard heutzutage. Irgendwie gewöhnt man sich an den Mist. 3AT heißt also, Gameplay völlig im Arsch. Jeder versucht seine Haut zu retten. Und ich mache meinen Standardspruch. Gut. Tja. Ich fahre mal oben drauf auf den Hügel. Auf den Hill. Teil 64 macht ein bisschen was auf. Na, jetzt schauen wir mal. Es ist so eine grundoptimistische Stimmung, die man hat, wenn man gesehen hat, jo, 3 AT. Enjoy it.
Naja. Mir. Profati. Oh nee, Häppchen. Ich esse ja ganz gern Chinesisch, aber es sind Japaner. Okay, dann verstehe ich's. Offen. WZ131. Keine Chance. Der spottet mich einfach so, wie er will. Aber ich habe keine HP verloren. Das ist schon mal gut. Also es ist schon verloren. Das ist schon verloren. Jo, kann man schon Haken drunter setzen. Zack, der nächste. Ihr habt keine Chance, Leute, gegen den WZ. Gott. Dann müssen wir versuchen. Der weiß genau, was er tut, der WZ. Kann nicht mehr abhauen. Too late. Geh weg. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Schnell wieder in Deckung gehen. 3 Arti nie aus dem Hinterkopf verlieren, den Gedanken. Die bumst dich gerade weg, wie sie will. Sie haben es halt nicht kapiert, ne? Sie haben gespottet, gespottet, gebumst, gespottet. Anstatt dass sie mal ein Stück zurückfahren. Jetzt haben sie es. Oh, noch ein drauf. Und unser Top-Tier verliert seine HP. Jetzt, was macht man? Das Medium. Wir versuchen uns das Beste rauszuholen. Ich weiß eigentlich, dass der WZ mich spottet. Ich versuch's aber trotzdem. Ich muss hier spotten in der Mitte, sonst hat die Arti kein Ziel. Auf dieser Karte ist es elementar, Licht zu haben. Wenn du hier kein Licht hast, hast du schon verloren. Das ist so. Du musst ihn eigentlich spotten, oder? Jawohl, jetzt ist er gleich tot. Zack. Haben wir ein bisschen Licht gemacht fürs Team. Ganz wichtig. Das ärgert die Isu. Und sie kommt rüber. Marti, hier. Ziel, Ziel. Jawohl, gib's ihm. Was die können, können wir schon lange. Wenn ich jetzt, glaube ich, nicht hierher gefahren wäre, ich will mich jetzt nicht hochloben, würde es noch düsterer aussehen. Düsterer? Düsterer? Keine Ahnung. Düsterer. Ich finde düsterer klingt süßer. Ich glaube, da steht noch irgendwo ein Nashorn.
Sind eigentlich Nashörner jagen verboten? Okay. Auf der Karte Vorwagen. Vorsicht. Das war jetzt wirklich entscheidend, glaube ich. Immer mal vorscrollen, um zu gucken, wo ist mein Turm? Ah, hallo, mein Freund. Wir haben noch eine Rechnung offen. Naja, komm her. Wir haben noch einen kleinen. Jawohl, gespottet habe ich dich. Das kann ich nämlich genauso. Das ärgert ihn. Ich glaube, das ärgert ihn richtig. Er hat ihn zwar geholt, was er vorhatte, aber hat nicht mit mir gerechnet. Na, wo bist du? Ne? Das ärgert ihn. Der Herr WZ Oberschlau. Ob man mal kommen, ha? Ich weiß, dass er da rumlungert. Ach, ja. Damage ist manchmal nicht alles. Na, probier's. Scheiß drauf. Ich habe nur 1000 HP. Wo sind wir denn? Hm? Uiuiuiui, schweres Geschütz, ja. Oh, oh, Banana. Jetzt brauche ich die Arti. Jawohl, tot. Und jetzt komme ich Mr. WZ. Ach, schade. Jawohl. Da hinten muss noch der E25 sein. Das haben wir jetzt nur über Sichtweite gemacht. Über Spotting. Wo ist der E25? Ich will den. Na? Ein bisschen hin und her wackeln. Der hat sich doch bestimmt... Ach, das sind doch immer so Popperzen. Sieht doch eingegraben da hinten. Ich hätte jetzt auch versuchen können, irgendwie Damage zu farmen. Aber manchmal muss man fürs Team spielen. Das ist halt so. Da. Komm her. Ah! Scheiße! Oh, hi! Nee! Ach, Scheiße, was für ein Krüppelding! Gerade drüber geballert. Okay. War trotzdem irgendwie eine geile Runde. Ganz merkwürdig. Okay, wir haben wieder was gelernt. Der E25 ist zu tief für den T43. Alles klar. Ja, ja. Na, wo ist er denn? Das hast du dir anders vorgestellt, Herr WZ, ne? Och Gottchen. Ist das, hä? Er hat aber recht schlau gespielt. Na gut, vielleicht ist es ein Naturtalent, vielleicht ist es kein Reroll-Account. Wer weiß. Na gut, es soll es gewesen sein. Ich denke, es war mein zweites im T43. Man hat gesehen, man ist halt... Jo, Medium, man muss Licht machen ab und zu. Damage ist nicht alles. Und somit gewinnt dein Team, wenn alles gut läuft. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen hier mitten in World of Tanks. Bis dann.